Darin, let's play. Ja, meine lieben Freunde, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Resident Evil 2 Episode. Ich wollte hier eigentlich jetzt gerade zu dem Locker Room nach oben rennen, wo wir das Cap-Passwort eingeben wollen. Aber da ist mir aufgefallen, oder eingefallen, dass da oben ja auch ein Ventil war. Genau, ein Ventil. Und deswegen wäre es ja ganz sinnig, wenn ich das Ventil, was wir gefunden haben, mitnehme. Dann können wir da nämlich das Gas abdrehen. Und dann, wo ist es? Runder Griff. Ist die Frage, ob man das damit verwenden kann. Ich muss mir mal die Fassung angucken, wenn die viereckig ist. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Wir nehmen das mal mit. Schaden wird es nicht. Versuchen wir dann nämlich da so nochmal einen weiteren Weg aufzutun da oben. Die Frage ist, ob ich irgendwo vielleicht den Safe Code übersehen habe, was ja durchaus sein kann. Fat, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Kurze Akklima, was weiß ich, ist ja egal. Ach, die Olle, die da lag, ist jetzt aufgeschrieben. Ja, okay. Das soll sie machen. Solange der jetzt hier nicht aufsteht, ist alles gut. Benutzen. CAP. Ah, sehr schön. So, was ist denn da drin? Sehr schön, Schrotflintmunition. Ha, auch das sieht sehr gut aus. Dann drehen wir einmal an dem Ventil. Ich würde das ganz gern wieder mitnehmen. Okay, geht nicht. Schade. Ich habe so ein bisschen Angst. Okay. Der kippt einfach nur um. Der hat nur auf uns gewartet. Jawohl, Schießpulver. Mhm. Und was haben wir hier? Gar nichts. Sehr schön. Dann geht's jetzt hier weiter, okay? Ich habe eigentlich gehofft oder angenommen, dass wir dieses Ventil, was wir jetzt hier verwendet haben, ich kann es mal eben zeigen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir damit das Feuer hier hinten irgendwo abdrehen können. Tresor? Oder da, Kurbelvertiefung, dass wir damit irgendwie hier reinkommen können. Aber okay, nee. Das ist halt nicht so. Das ist einfach, damals in Resident Evil 2 musste man hier irgendein Feuer löschen. Ich glaube, hier in der Ecke hat es gebrannt, sonst konnte man gar nicht in den Kunstraum rein. Deswegen musste es hier irgendwo dann die Kurbel benutzen, dann ging das Feuer weg. Und deswegen habe ich sowas angenommen. Aber die haben so ein paar, die haben das ein bisschen geändert. Finde ich auch gut. Das ist der Licker. Und ich glaube, wir haben Glück, dass jetzt hier gerade das Fenster kaputt ist und so laut ist. Wir versuchen mal, an den vorbeizuschleichen. Alter. Stars, Special Tactics and Rescue Service. Da würde ich ganz gern rein. Ich würde das Vieh aber auch ganz gern voll ins Gesicht schießen. Ey, guck mal, wie das aussieht. Der ist wirklich blind, ne? Der hat einfach so ein Gehirn und keine Augen. Okay. Also so feine Ohren hat das Vieh dann auch nicht. Ich meine, sonst hätte er ja mitbekommen, dass wir da sind. Ha, die Batterie, sehr gut. Damit können wir dann das C4 zünden. Ah, sehr schön. Ah, die Stars, das ist einfach geil. So ein bisschen nostalgisch. Internes Memo. 9, 15, 7. Guck mal, da auf dem Papier, da ist ein Schloss. Da ist ein Dings abgebildet. Links 9, rechts 15, links 7. Na, da müssen wir uns gleich mal angucken. Bei irgendeinem Safe. Vielleicht sogar hier im Büro. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung.
hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschluss vom Stars-Büro in 2. Geschoss in Büro Westseite 1. Geschoss verlegt. Okay. Die Kombination lautet, ja, blablabla. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. Ja, klar. Haben sie bestimmt nicht gemacht. Ich meine, wie auch bei der Zombie-Apokalypse hier. Das rote Kraut lassen wir im Moment da liegen, weil ich Angst habe, dass wir vielleicht zu wenig Platz haben, um alles mitnehmen zu können. Ist ein Computer? Okay. Ich glaube nicht, dass die Batterie da rein muss. Eine CD oder so, oder ein USB-Stick. Armor Door Status Locked. Failed to authenticate account. Account authentication is required. Insert your dongle key into the USB port. Okay, wie ich gesagt habe, wir müssen da einen USB-Dongle reinstecken. Sonst kommen wir hier nicht rein. Da drin ist eine Pistole. Und wahrscheinlich ganz viel Munition. Hier überall Waffen. Jawohl. Noch eine Blendgranate. Made in Heaven. Schöne Jacke. Eine Gitarre. Irgendeine CD. Können wir die hier mitnehmen? Ah, ein Erste-Hilfe-Spray. Ja. Jetzt haben wir doch wieder was zum Heilen. Was haben wir hier? Hochwertiges Dingsbums. Das können wir damit kombinieren. Dann kriegen wir Munition. Guck mal, was ist das denn da? Kann man das abknallen? Ist das so ein Gimmick? Ich versuch das mal. Tatsächlich! Waschbärenbekämpfung. Habe ich einen Erfolg. Ja. Habe ich mir irgendwie gedacht, dass sowas passieren könnte. Kann ich das hier nicht stacken? Ja, doch geht. Dann können wir das ja doch mitnehmen. Dann sind wir nämlich hier im Raum fertig. Ich drücke nochmal M. Genau, dafür nur den PC mit dem Dongle. Das können wir nicht machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier so weiter in die Fäschekammer, Aufenthaltsraum. Von da können wir dann vielleicht wieder in die Bibliothek. Dann haben wir den kompletten Bereich hier irgendwie so verbunden. Im Idealfall sogar, ohne dass wir den Licker abschießen müssen. Da habe ich nämlich wenig Lust drauf. Wobei, wir könnten es schon probieren, weil wir... Der ist weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist, aber der ist weg. Ich finde das nicht so gut, ehrlich gesagt. Als er nämlich gerade hier war, hatte ich das Gefühl, ich hätte die Situation unter Kontrolle. Aber jetzt? Ich höre den. Oder? Ganz leise. Ganz leise. Wir schießen nicht auf den. Es sei denn, der berührt uns. Da müssen wir natürlich schießen, ne? Da, nimm, friss die Leiche. Friss die Leiche, nicht uns. Wir sind hier direkt an der Tür. Das heißt, zur Not können wir da jetzt ganz schnell rein. Ich knall den jetzt ab, den Drecksack. Der nahm Arsch hängen. Okay. Ich hab gedacht, wir müssen. Okay, wenn wir laufen, hört er uns. Aber sobald wir stehen bleiben. Aber wenn wir nicht rennen, macht er nichts. Anscheinend. Die sind ja ganz lieb. Das war früher anders. Also früher, da waren die der Horror. Herzschlüsselraum, okay. Können wir schon mal anklicken, damit wir das auf der Map markieren? Ach, die sind doch ganz lieb, die machen doch nichts. Finde ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber okay. Ein Gegner weniger, um den man sich Sorgen machen muss. Ja, da war ja nur die Karte. Ich habe mich gerade versucht, daran zu erinnern, was denn da war. Okay. Wagenheber haben wir noch immer nicht gefunden. Was ist mit Marvin? Okay, der lebt noch. Dann gehen wir jetzt das C4-Zündgerät holen, kombinieren das mit unserer Batterie und können uns dann die letzte Medaille holen. Dann haben wir ja alle, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass dahinter die letzte Medaille ist.
Sehr schön, rotes Kraut kann weg. Da ist der Zünder ohne Batterie, perfekt. Was mit den Juwelen los ist, das wissen wir noch nicht so ganz. Aber irgendwas wird da schon... Kombinationes. Zünder, sehr gut. Wahrscheinlich müssen wir in der Nähe sein. Jetzt ist die Frage, wo war das mit dem Zünder? Ich glaube, das war zweiter Stock, ne? Und ich glaube... Bei der Bibliothek? Wo war das? Oder war das im ersten Stock? Ne, war im dritten Stock, genau, war im dritten Stock. Hier, ne? Lagerraumfest, da war das. Okay, wir gehen also in die Bibliothek, da die Treppe hoch und dann können wir von da dahin. So war das. Ne? Was war da? Kombinationsschloss, okay, die Kombination kennen wir noch immer nicht. Ich glaube nicht, dass es CAD sein wird. Das wäre zweimal hintereinander langweilig. Genau, und wenn wir dann irgendwann dahin können, können wir auch in den Uhrenturm. Da ist noch ein Lagerraum Ost und so weiter, okay. So ein paar Sachen gibt es noch zu erkunden. Aber eins nach dem anderen. Nächste Ziel. Die C4-Stelle da oben. Nee, ich muss die Leiter nehmen. Die Treppe hat nicht funktioniert. Da sind wir ja schon, sehr gut. Muss ich den da jetzt irgendwie drangpappen, den Zünder? Sehr gut. 10 Sekunden. Ja, wenn das mal reicht. Dann gehen wir hier hinter den Scheißhaufen. Okay. Okay, das hat irgendwelche Viecher angelockt anscheinend. Hat sich ein Licker angehört, würde ich jetzt spontan behaupten. Oder war da nur ein Zombie, der dahinter gestorben ist? Nee, oder? So macht doch kein Zombie so ein Geräusch, oder? Okay, ich weiß es nicht. Für den Moment ist die Situation entspannt. Ein bisschen angespannt, ja. Ein bisschen angespannt, okay. Okay. Wir müssen nochmal ins Buch gucken. Da. Und zwar Frau Bogenschlange. Ich habe da was gehört. Hinter uns. Frau Bogen. Ist das die Schlange? Nee. Das ist auch nicht die Schlange. Da ist der Bogen. Das ist die Schlange. Sehr gut. Das ist auch Gold. Oder was? Ich dachte eigentlich, wir kriegen jetzt ein silbernes. Eine Medaillon erhalten, alles erhalten. Das ist ein normaler Zombie, der da auf dem Boden liegt. In dem Fall können wir den ja... davonlaufen. Hey! Alter! Hast du das gesehen? Son of a bitch. Son of a bitch, ja, aber so was von. Okay, der Licker ist, der sagt nichts mehr. Doch, der lebt doch! El Problemo Maximo. Oh, meine Fresse, ey. Ich dachte, der Licker ist tot, weil wir einen Erfolg bekommen haben. Tja, ja, zu früh gefreut. Ich sehe nur Erfolg. Okay, der ist tot. Nein, ist er nicht. Das waren jetzt wie viel Schuss? Zu viele. Alter, meine Fresse hier. Okay. Und die Tür ist... Okay, wir hätten nicht mal wegrennen können. Zum Glück habe ich nicht daran gedacht. Die haben dann nämlich davor geworfen, die Schweinehunde. Och, schnell weg hier, ey.
Okay, wir müssen uns mal wieder heilen. Also Veteran, das macht schon Laune, da muss man mal sagen. Also einfach ist anders. So viel Glück, wie wir jetzt haben, wird wahrscheinlich hier wird irgendwas passieren. Nee, Marvin lebt noch. Marvin lebt noch. Okay, wir haben alle drei Medaillen zusammen. Wir können jetzt speichern. Ich werde definitiv speichern nach der Licker-Aktion jetzt gerade. Ich meine, er hat uns zweimal erwischt. Einmal auf Gefahr, jetzt direkt noch auf Gefahr. Das ist nicht ideal, aber wir haben es überlebt. Und das muss an der Stelle reichen. Ich kann mich unten. Ne, ich kann mich gar nicht heilen. Scheiße. Ja, wir haben die drei Medaillons. Die Reihenfolge zum Einsetzen werden wir dann jetzt rausfinden. Halt! Schieß, nein. Das wollen wir haben. So, dann bitte einmal benutzen Nummer 4. Wir haben noch gar nicht so oft gespeichert. Und weg damit. Okay. Ja, also ich wäre dann soweit, diese Polizeistation fürs Erste zu verlassen. Die Frage ist nur... Ah, okay, die Reihenfolge scheint relativ egal zu sein. Ich hätte die schon vorher hier einsetzen können. Also die Rätsel sind jetzt nicht so schwer, ne, muss man sagen. Ich würde es noch niemals als Rätsel bezeichnen. Aber jedem das seine. Ein Weg raus! Marvin! Wach auf! Wir können jetzt gehen! Halt! Den Stars-Locker-Dingsbums hier verwenden. Hätte ich jetzt fast vergessen. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder ganz viele Zombies, weil wir jetzt die Kombination kennen. Ich habe einen Zombie gehört. Irgendwo da jetzt. Oder? Nee. Doch nicht. 9, 15 und irgendwas. Internes Memo. 9, 15, 7. Okay. Yeah, eine Tasche! Gürteltasche, das heißt, wir können jetzt mehr schleppen. Yeah, Quadratschädel. Zwei Plätze mehr. Wir wissen ja, wo noch eine von den Taschen ist. Das heißt, wir können dann nochmal zwei Plätze mehr kriegen. Und wenn ich mir das hier so angucke, kann man das vielleicht sogar noch ein paar Mal erweitern. Ah, sehr schön. Zwei Plätze, das ist schon krass. Das ist ja jetzt eine Erweiterung um 25%. Die nehmen wir gerne mit. Jojo. Die Frage ist nur, was da oben mit dem Locker-Dingsraum ist, ne? Da oben gab es ja immer noch diesen einen Spind, den wir nicht öffnen können. Und ich glaube nicht, dass das die gleiche Kombination ist. So, sehr schön. Das sieht nicht so aus. Goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. I
won't let you down, Marvin. Ich wollte eigentlich nochmal zurück. Geht das? Ich wollte noch ein rotes Kraut mitnehmen, weil wir jetzt wahrscheinlich gleich ein grünes finden. Das sagt mir mein Gefühl. Scheiße, ey. Was ist das denn? Ach, hier kann ich wieder so ein Ding einsetzen. Aber das hat eine andere Auffassung. Deswegen, okay. Ich kann irgendwas einsetzen, dann kann ich da was drehen. Ist eigentlich ein ganz schöner Raum hier unten, ne? Mit dem Boden hier, finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Guck mal, da ist so ein Stars-Buch. Ah, Munition. Das kommt auch gelegen. Wir haben so eigentlich verballert. Das hier dürfte das Police-Dingsbums sein mit dem Glockenturm, die Haupthalle. Da sind die Flügel, die verschiedenen. Ja, sehr schön. Yeah. Ein Farbband. Wir könnten jetzt hier speichern. Aber Leon will das anscheinend nicht. Der hat rumgejammert. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Ach, hier ist eine Truhe. Sehr gut. Dann kann ich ja jetzt das hier wegkloppen. Das rote Kraut mitnehmen, was ich haben wollte. Und vielleicht auch nochmal das Schießpulver mitnehmen. Falls wir jetzt gleich nochmal ein anderes Schießpulver finden, können wir das kombinieren. Okay. Ah, der Elevator, genau, der wurde ja auch verzeichnet auf der Markierung. Und jetzt müssten wir zu so einem Fragezeichenraum kommen. Wo wir sterben, weil da irgendein Gegner ist und wir auf Gefahr sind und keine Leben haben und wir haben gar nichts. Okay. Ich finde das nicht so... Ich dachte, ich habe da gerade eine Frau gehört. Hier unten dürfen eigentlich keine Zombies sein, ne? Vielleicht, weil ich ja komplett zugesperrt war. Geheimraum, ja. Ach, was ist denn da drin? Ich brauche irgendeinen Schlüssel dafür. Sieht aus wie irgendein Waffen-Upgrade, ne? Ah, was auch immer das ist. Das sieht interessant aus. Handgranate? Was? Eine Handgranate. Ist ja geil. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten, tötet Gegner im Wirkungsbereich garantiert. Oh, zu Gott dann Space verwenden. Ist ja geil. Aber wie entscheide ich? Ach so, Space. Und dann kann ich jetzt sagen, 1, 2. Ach so, okay. Somit kann man das wechseln. Wir lassen aber erstmal die Blendgranate ausgerüstet, würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, hier unten ist der richtige Weg, deswegen gehen wir erstmal hier entlang. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hier hinzulaufen. Ich gehe doch nach unten. Ich gehe erst nach unten. Wahrscheinlich geht die Tür jetzt hier nicht auf. Ach, leck mich, ey. Ja, okay, wir müssen doch nach oben. Ich hab's versucht, hinauszuzögern. Aber normalerweise bin ich ja nicht so ein Schisshase, aber... Wir haben kein Leben, das Vieh muss uns... Was auch immer das war, das muss uns einmal angucken und wir sind tot. Ja, das bringt auch nichts. Schrotflinte ist schön und gut, aber Schrotflinte ist nur im Nahkampf eigentlich von... Ja, von Nutzen so richtig. Okay, das ist ein gigantischer Generatorraum irgendwie. Können wir auf die Dinger eigentlich schießen? Das wäre ganz lieb, wenn man hier Leben finden würde. Pff,
Ja. Haben die gelitten? Wir sind auf Gefahr. Was soll ich denn machen? Kommt hier etwa ein Bossgegner? Jesus. Mit einem Knüppel. Okay. Wir dürfen nur nicht in eine Sackgasse laufen. Ich gehe erstmal davon aus, dass wir schneller sind als der. Okay. Das fängt gut an. Ach, untersuchen. Das ist ein Kraut, du Affe. Der ist schneller, als ich dachte. Und auch ein bisschen aggressiver. Okay, wir sind in der Sackgasse. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht. Können wir vor denen wegrennen die ganze Zeit? Ich glaube, wir laufen jetzt gerade voll in die Arme. Hey, bleib auf! Alter. Okay, man kann den gut ausweichen. Hey! Kollege! Wir können über alles reden. Also. Wo ist er jetzt? Ja. Ich meine, das ist ein Boss. Hast du das gehört? Immer ins Auge. Wenn der uns einmal erwischt, ja, ne, wenn der uns einmal erwischt, ist Ende. Wir sind direkt auf Gefahr. Okay, das geht aber. Ich mach das aber mit der Pistole, glaube ich, besser. Weil mit der Pistole habe ich natürlich so ein bisschen besseres Zielen irgendwie, also. Ich glaube, der hat sich jetzt gerade beruhigt. No choice. Gotta take it down. Okay, jetzt ist wieder. Das ist ein ganz interessanter Kampf. Mal ist der Typ anscheinend in Kontrolle. Und jetzt ist wieder das Auge aktiv. Das ist. Ist das so ein Bug? Kann ich den von hier angreifen? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Munition, die wir haben, nicht ausreicht.
Wow. Alter. Ja, verdammt, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, um den abzuknallen. Wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Das war ein Volltreffer. Meine Fresse! Ich habe gleich keine Munition mehr, also Pistolen. Die würde ich eigentlich ganz gern. Ja, nehmen wir die Schrotflinte. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe gedacht, der trifft mich jetzt. Jetzt aber, der trifft mich. Nee, doch nicht. Oh, oh. Deswegen hasse ich die Schrotflinte. Hätten wir vielleicht mit der normalen Granate machen können. Weil ich noch gar nicht versucht habe. Vielleicht kann man ja auch die Umgebung irgendwie für sich verwenden, ne? Wir nehmen mal die Granate in die Hand. Der hält aber so was von aus. Und wir haben fast immer gut getroffen. Ich meine, das ist ein bisschen langweilig. Wir laufen hier den ganzen Tag um den Kreis. Guck mal, da oben ist ein rotes Licht am Blinken. Ich weiß auch nicht, ob uns das vielleicht was hilft. Sind wir jetzt tot? Nein. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst. Okay, der Typ ist wieder aktiv. Damn. Where is he? Ist er weggelaufen oder was? Wow! Für eine feige Drecksau. Ich meine, das sagt der Richtige. Ich renne nur weg, ne? Aber. Ne, das ist die Situation, wo ich die Schrotflinte benutzen kann. Ja, ich habe einen Schuss nur noch. Wir müssen jetzt in den Nahkampf. Also, ich habe eigentlich gedacht, ich könnte die Granate benutzen. Tja, die sind tot. Ja. Wo sind wir jetzt? Scheiße, ey.
G-Phase 1. Ja, das war G-Phase 1. Der gigantische Augapfel starrt sie nicht an. Was stand da? Scheiße. Ah, leck mich doch, ey. In der Fresse geschissen und alles. Ja. Was soll ich dazu sagen? Schießpulver? Hatten wir gerade nicht auch ein Schießpulver gefunden? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben unseren ersten Bosskampf. Ja, müssen wir direkt nochmal probieren. Und diesmal versuche ich die Umgebung ein bisschen zu beobachten. Wenn wir nochmal sterben sollten, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, meine Freunde, diese Episode ist damit vorbei. Wir haben ein bisschen überzogen, weil wir mit einem Bosskampf waren und irgendwie der hat so viel ausgehalten. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich fand das schon ein bisschen krass, muss ich ehrlich sagen. Ich werde jetzt in der nächsten Episode dann nicht mehr ganz so vorsichtig agieren und vielleicht mal so ein bisschen seine Bewegung studieren, dass er, selbst wenn er angreift, wir vielleicht gut ausweichen können. Wir werden direkt die Granate ausrüsten, dass wir denen die dann irgendwie ins Gesicht stecken können oder ich weiß nicht was. Und ich werde versuchen, auf den Kopf von den Typen an sich gar nicht mehr zu schießen, sondern nur noch aufs Auge. Ich weiß nicht, da stand gerade irgendwas von wegen G-Phase 1 und irgendwas mit dem Auge, deswegen den konnte er gar nicht so schnell lesen. Aber wahrscheinlich müssen wir aufs Auge ballern, um den fertig zu machen. Und wir haben schon so ein bisschen Munition dann auf den Typen selbst verschossen, weil wir den einfach versucht haben, in den Kopf zu schießen. Aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Also in der nächsten Episode, mal gucken. Ich bin da erstmal guter Dinge. Und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.